Klassisches Bastelwetter, daher gehe ich jetzt gleich in den Schuppen. Und hole mir diese Fahrradgummigriffe. Und was ich damit vorhabe, das seht ihr gleich. Ja, was kann man mit diesen beiden Griffstücken machen? Die Angelrute verbessern bzw. reparieren. Was mich an dieser Rute, die eigentlich gar nicht schlecht ist, die kennt man aus meinem Video von verschiedenen Guiding-Gästen, das war mal meine Leihroute, was mich aber an dieser Route besonders stört, sind die Griffe. A ist der hier mit einer metallenen Endkappe versehen. Diese ist nicht nur störend, weil sie hart aufstößt, sondern besonders im Drill von schweren Fischen, wo man die Rute eben der Leiste aufstützt, ist das unangenehm, weil man halt einen sehr harten und sehr kleinen Druckpunkt hat. Das kann man verbessern. Normalerweise mache ich das bei Ruten mit einer Gummikappe, wie man sie noch bei Stühlen oder Tischbeinen einsetzt. Einfach hinten drauf gesteckt. Schon hat man dann wirklich einen angenehmen Druckpunkt und das Endteil verschleißt auch nicht so leicht, wenn man es auf Steinen abstellt. B ist ja viel zu dünn. Das ist eine Zweihandrute und eine Zweihandrute mit den Ködern, die man damit werfen könnte, bis 100 Gramm, braucht man eben Kraft und vor allen Dingen einen sicheren Sitz an der Rute. Und mit diesem Stückle ist man halt damit wirklich aufgeschmissen. Das möchte ich verbessern, da es sowieso hier an einer Stelle etwas verschlissen ist. Idealer Zeitpunkt. Bei dieser Rute möchte ich also ein Griffteil hier vorne ansetzen, damit ich die Rute hier vorne auch endlich mit Druck halten kann. Und natürlich zum Werfen diesen hier verbessern, die Endkappe. Hierbei ist es ganz wichtig, die Reihenfolge zu beachten. Zuerst muss man dieses Griffteil für den Griff direkt vor der Rolle montieren und dann schließlich die Endkappe. Weil sonst bekommt man natürlich, wenn die Endkappe mal montiert ist, das Ganze nicht mehr drüber gezogen. Um das Ganze hier etwas zu verdicken, werde ich das mit doppelseitigem Klebeband hier einrollen, damit sich dieser Griff nicht mehr so zusammendrücken lässt, sondern richtig stramm sitzt. So, nun schön verklebt, kann man jetzt das Griffstück drüber ziehen. Den Rand von dem doppelseitigen Klebeband entfernt man einfach mit einem Cutter. So, noch zum Endstück. Gucken wir auch mal die Länge. Da passt das eigentlich auch schon. Einfach drüber stülpen. Und nicht zu weit, sonst reißt es vielleicht. Überschüssige Teil abschneiden. Wenn man will, kann man jetzt an dieser Stelle noch ein Schmuckband draufkleben. Ganz eine eigene Wahl. So, noch nicht ganz fertig. Jetzt brauchen wir hier noch einen Abschluss mit Epoxid an dieser Stelle und an dieser Stelle, damit da kein Wasser reinläuft. Ich habe das jetzt schon mal fertig angemischt, das Epoxid. Zwei Komponenten Epoxid. Das härtet halt wirklich wasserfest aus. Glashart. Und dann bestreichen wir hier diese Stellen großzügig. So, da muss das Ganze in der vorgegebenen Zeit aushärten. Das hängt noch ein bisschen von der Temperatur und vor allen Dingen der Luftfeuchtigkeit ab. Und dann ist die Rute zum Angeln einsatzfähig. Ja, das sieht doch mal wertig aus, oder? Damit macht es bestimmt Spaß zu schmeißen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Bastelt es vielleicht nach, wenn ihr eine kaputte Rute habt oder eure Rute verbessern wollt. Und wie die richtige Meeresspinnrute aussieht, das seht ihr hier in dem Video, das ich da verlinke. Abonnieren, liken, bis zum nächsten Video. Tschüss!